Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Bidi und wir sind mal wieder in Skyrim unterwegs. Eigentlich ist es schon wieder viel zu lange her. Aber ja, die Zeit rast und draußen wird wieder schöneres Wetter und man sitzt nicht mehr ganz so oft vor der Blazy oder vom Rechner und es gibt ja auch noch hunderte andere fantastische Spiele für VR. Also mittlerweile kann man sich echt nicht mehr beschweren, dass es zu wenig Spiele gäbe. Von daher, ja, kommen dann solche coolen Spiele wie Skyrim zum Beispiel ein bisschen zu kurz. Aber ich habe euch heute mal die Facecam mit aufgebaut, weil ich euch zeigen will, wie das mit dem Bogenschießen funktioniert, beziehungsweise ich selber habe es mir auch noch nie angeschaut, wie das aussieht mit dem Bogen, wie ich dann hier rumhantiere. Und ich bin mal gespannt, ob es wirklich so cool aussieht wie Bogenschießen oder ob es einfach nur albern aussieht. Wir werden es sehen. So, jetzt muss ich mich aber kurz mal wieder in die Steuerung reinfrickeln. Was haben wir denn hier alles Schönes gemacht? So, wir wollten, ich glaube, darüber zur Kiefernmondhöhle und den Anführer töten. Wenn mich nicht alles täuscht, weil die Wolfsschädelhöhle haben wir das letzte Mal fertig gemacht. Genau so war das. Gut, dann machen wir das jetzt. Setzen wir uns aufs Pferdchen und reiten darüber. So, aufs Pferdchen. War so. So, wieder absteigen. Naja, man muss sich da immer erst nochmal ein bisschen wieder reindenken, ne? So. Na los, Pferdchen. Und es schneit und schneit im Himmelsrand. Aber wir sind, ich glaube, auch relativ weit am Rand. Dort, wo es eh immer kalt ist und immer Winter. So, wir gucken mal kurz, ob wir in die richtige Richtung reiten. Das sieht jetzt so gar nicht schlecht aus. Festung Ruckstadt. Rackstadt. Das sind manchmal Namen, die kannst du nicht aussprechen. So, wir müssen aber dann irgendwann mal hier nach links, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Na gut. Irgendwo, oh, voll den Ast in die Fresse gekriegt. Irgendwo muss es hier mal nach links gehen. Hier unten biegt der Weg ab. Unten biegt der Weg ab und hört auf mit Schneien und die Sonne geht unter und alles ist schön und jetzt werden wir zum ersten Mal uns an einen Troll ranwagen. Wartet mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. So war's. Na, das war doch gleich ein fantastischer Treffer. Oh, und das Pferdchen geht um mit drauf. Du bist ein gutes Pferdchen. Ja, super machst du das. So. Da hat nämlich gleich beim ersten Mal die Lähmung funktioniert. 5 orkische Pfeile, die nehmen wir uns mit. Nehmen, Trollfett brauchen wir keins. So, Pferdchen, wo bist denn du? Da bist du. Gibt es noch irgendwo Gegner? Hier unten sieht man das halt schön auf dem Ding. Sobald irgendwo ein Gegner in der Nähe ist, hast du einen roten Punkt da drauf. So, wie geht's denn dir? Habe ich dich etwa auch getroffen? Das wollte ich nicht, entschuldige bitte. So. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wir sind da. Müssen wir jetzt erst um den Berg drumherum? Sieht fast so aus, ne? Naja, dann wird es so werden. Weil ich denke, hier irgendwo quer durch kommst du wahrscheinlich nicht, oder? Achso, jetzt ist das hier oben. Stimmt, wenn du auf dem Pferd drauf sitzt, ist dein Kompass über dir. So. Die Richtung kommt da eigentlich schon ganz gut, ne? Wie sieht's denn hier vorne aus? Ist hier irgendwas? Was man sich halt wirklich in Acht nehmen muss, ist,
Riesen. Also die sind heftigst, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, da. Boah, voll ins Gesicht. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Wer bist denn du? Mist, nicht getroffen. Wieder nicht getroffen. Die ist gut. Jetzt haben wir sie getroffen. Und kleiner gelähmt. Sehr schön. Hand in your face. Alter Verwalter. Ja, die wollte es ja mal wissen. So, Wundertrank der Wasseratmung. Ich glaube, das brauche ich nicht. Einen Pfeil nehmen wir uns wieder mit. Einen Stahlpfeil und einen orkischen Pfeil. Den brauchen wir ohne. Was ist denn mit dir los? Du hast hier, dir geht's aber gut, oder? Hm. Aber weil. Mein Pferd ist von Eisblitzen getroffen worden. Hm. So. Wie weit sind wir jetzt von der Höhle noch weg? Ich guck quasi genau in die falsche Richtung. Na dann. Die muss ja irgendwo hier drüben sein, denke ich mal. Rechts von uns. Nee, Quatsch, links von uns. Links von uns. Da ist ein Füchslein. Ah, guck mal hier, die Kiefermundhöhle. Na, so kann das was werden. So. Irgendwo war doch die Taste, wo ich schnell mein... Lange musste ich drücken. Alles klar, jetzt haben wir's. So, ich hoffe, wenn ich wiederkomme, sind diese komischen Dinger weg. Na dann, bis später. Wart mal schön auf mich. So. Schade, schon mal schön am Eingang vorbeigerannt. Seht ihr, da habe ich mal wieder die Taste verwechselt, weil ich wollte eigentlich springen. Na, macht nichts. So, na dann, hinein. Yeah. Wo sitzen wir denn eigentlich? Na, ein bisschen schräg, aber alles gut. So. Aber haben die hier was rausgeupdatet? Weil normalerweise, sobald du einen Ladebildschirm hattest und in den neuen Raum reinkommst, hat er dich wieder zentriert. Das hat er jetzt nicht gemacht. Das hat er auch vorhin schon bei wenn du das Spiel gestartet hast und dieser Bethesda-Logo kam irgendwo das ganz am Anfang und das war irgendwie schräg, hat sich das sofort zentriert. Also das hat es auch gerade nie gemacht. Ich hoffe, das haben die nie rausgepatcht, weil das war eigentlich eine geile Sache. Na dann. Wir werden sehen. So, jemand zu Hause? Da steht irgendwas. Wartet mal, wir konnten uns irgendwie hinhocken und schleichen. Genau. Okay, das waren zwei Wölfe. Die haben wir geplättet. Gucken wir mal weiter hier, wa? Orkischer Pfeil, den nehmen wir mit. Wolfspilz brauchen wir nicht. Okay. Steht hier noch irgendwas rum? Eine Truhe oder so? Vielleicht? Ne, bei zwei Wölfen, der steht, denke ich mal, steht nicht. Das war zu easy. So, na dann kicken wir mal weiter hier. Da steht jemand. Und läuft weg. Verdammt! Lauf doch nicht weg. Ich will dich doch erschießen. So ein Mist. Sehr gut.
Kritischer Schlag gegen Vampir. Das war ein Vampir. Echt? Hier sind Vampire drin. Okay. Ich sehe nichts. Ist ganz schön neblig. Da drüben steht auch jemand. Boah, jetzt stellt er sich genau in das Ding. Ja, du bist mir inner. So, ne, jetzt bin ich ja mal gespannt. Auf die Entfernung ist das nur so ein bisschen tricky. Ah, das war schon mal nicht schlecht. Mist, der biegt ab. Vielleicht gibt es heute noch frisches Blut. Nee, gibt's nicht, weil. Oh. Ah, Rückzug. Halt. Manchmal komme ich mit den Tasten noch nicht so richtig klar. Die haben mich eingefroren, die Säcke. Boah, wo sind meine Pfeile hin? Shit, Marie. Stab des Magnus. Wo sind denn meine ganzen Pfeile hin, verdammte Axt? Jetzt wird's aber Rotz, Leute. Jetzt wird's Rotz. Haben die mir gerade meine Pfeile weggezaubert? Das wäre natürlich richtig assi. Weil ich habe keine wirklich tollen... Hier ist nicht ein Pfeil mehr dabei, ey. So ein Scheiß. Ich habe nichts, mit dem ich den Nahkampf so richtig platt machen kann. Ja, jetzt wird's interessant. Großer Stab der Verzauberung. Orkischer Bogen. Stab des Magnus. Wolfrichs Kriegsaxt. Vulkanglasbogen. Wo sind denn eigentlich meine ganzen geilen Waffen hin? Jetzt wird's Brühe. Das sage ich euch. Müssen wir die Kriegsaxt ausrüsten? Oh wei, oh wei. Leute. Na, das kann heiter werden. So, die hat mich platt gemacht. Okay, also hier gehen wir gleich nochmal neu rein. Das ist ja ulkig. Die haben mir irgendwas komplett weggezaubert. Und ich habe es euch ja schon in einigen Videos gesagt, ich bin hier der kleine Legolas. Ich schnetzel alles mit dem Bogen weg. Ich habe sonst keine anderen Waffen. Also was heißt sonst? Aber nichts Gescheites. Aber ich habe auch nur noch... Ich habe nur noch 6 Pfeile. Wieso habe ich denn nur noch 6 Pfeile? Ah, jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt. Leute. Jetzt müssen wir schon mal einkaufen gehen. Das wird so nichts. Ja, das ist eine gute Vorbereitung. Warum habe ich denn nur noch 6 Pfeile? Das ist ja mal sehr ulkig. So. Also die haben wir entdeckt. Da können wir dann wieder schnell hinreisen. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wo ich jetzt am dümmsten und am schnellsten Pfeile herkriege. Wir machen mal einen Klassiker. Da weiß ich zumindest gleich, wo die Händler sind. Schnell drachenfeste Reisen, ja. Ich hoffe, der Schmied ist daheim. Daheim. So, jetzt ist das Bild schräg. Ne? Jetzt werden wir gleich mal gucken, wenn der jetzt... Wenn wir jetzt vor der Drachenfeste stehen, ob ich nachjustieren muss. Ne, scheint... keine Ahnung, also so richtig schlau wäre ich draus gerade nicht, ob es funktioniert oder nicht.
So, Feuer frei. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient. Ach Quatsch, ich will zum Schmied. Die Göttlichen verdammt sind euch hold, mein Freund. Naja. Schmied. Die liegen immer noch hier, das ist so krass. Die müssen da irgendwann mal verwesen oder vor keine Ahnung was. Die habe ich gleich am Anfang getötet. Das ist mittlerweile Wochen, Monate her. Und der redet noch mit denen. Ein bisschen guter. So, Erlund, sag mir mal, was hast du Schönes zu verkaufen? Was habt ihr zu verkaufen? Preist die Götter. Yeah. So, Waffen. Ich brauche Pfeile. Pfeile brauche ich. Pfeile. Ohne Ende. Pfeile. Ja, nehmen wir. Was hast du noch? Naja, so dolle viel ist das aber ohne, was du hier hast, ne? So, dann nehmen wir mal wenigstens noch die 50 Eisenpfeile mit. Auch wenn die jetzt nicht den mega Schaden haben, aber so, dass wir erstmal ein bisschen vorwärts kommen wieder. So, okay. Und jetzt reisen wir wieder zurück. Zurück. Hin an die Kiefernmondhöhle. Ja. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Jetzt mache ich die Uhr platt. So. Pferdchen ist noch da, so wie es klingt. Ja, sehr gut. So, also nochmal hinein. Wow. Oh, nee. Also, meinetwegen, aber da verballere ich jetzt wieder meine ganzen Pfeile. Das ist ja scheiße. Was denn jetzt? Willst du mich angreifen oder eher nicht? Sieht nicht so aus, ne? Der kreist ja bloß. Keine Ahnung, ob ich den getroffen habe. Treffe ich den? Ich sehe es nicht. Ich will aber auch jetzt nicht meine ganzen Pfeile verballern. Na gut, Pferdchen, du bleibst hier und gib dir mal Mühe, dass du kein Drachenfutter wirst, okay? Wäre total klasse. So. Also, wir schleichen uns hier nochmal rein, machen die beiden Hunde, Wölfe, was auch immer, platt. Wölfe waren es. Die da so schön rumstehen. Check. Und Number 2. Check. So. Vergessen Pfeile mitzunehmen. Ey. Mega. So. Und weiter geht's. Dann stand da jemand. Geplättet. Durch diesen Nebel siehst du halt hier auch echt nicht viel, ne? Gold. Kleine Heilung geht auch immer. Und mein Pfeil hätte ich gern wieder. So. Jetzt müssen wir mal gucken, da steht jemand rum. Scheiße. Bin ich ja. So. Wer ist denn jetzt noch am Leben? Der Vampirmeister ist noch am Leben. Würde ich mal denken.
Lebt er immer noch, der Sack? Eisenpfeile 2. Nicht mehr. Wo ist denn der hin? Der ist da hier runtergeklatscht. Shit. Falsche Taste, wie immer. Das werde ich mir in 100 Jahren nicht merken. Dass das nicht die Sprungtaste ist. Der ist doch gerade hier runtergeklatscht. Wo ist denn der? Verdammt nochmal. Da liegt er. Tatsächlich tot. Dreimal Dietrich. Vampirrüstung, Vampirstiefel. Hm, nee, alles gut. Brauchen wir nicht. Und die Eisenpfeile nehmen wir wieder mit. Na, dann gucken wir mal, was es hier so zu holen gibt, ne? Das sieht jetzt alles nicht so spektakulär aus. Dietrich brauchen wir. Der hat es leider nicht geschafft, der Gute. Was geht denn hier? Eine Truhe. Oh, andere Richtung. Noch ein bisschen. Na, jetzt aber. Ja. So. Gold nehmen wir mit. Seelenstein brauche ich keinen. Und dann stiefeln wir mal hier hinten weiter, ne? Oh, hier steht eine schöne große Truhe. Haha. So, hier können wir mal lesen. Zwischenfall in Necrom. Die Situation ist einfach die. Okay. Ich gucke halt immer in jedes Buch rein, weil da kriegt man manchmal auch noch irgendwelche XP-Punkte. So. Das sieht aber alles ganz schön blutig aus. Ich hätte doch mal sauber machen können hier. Gold. Ein Elfenzweihänder für 470 mit 20er Stärke. Traglast 72, oh, da habe ich aber gut ausgemistet. Nicht schlecht. Na klar, dann nehmen wir das Ding mit. Das können wir vielleicht mal verkaufen. Den nehmen wir oben mit. Und ein Kupferdiadem für 100. Nee. Braucht kein Mensch. So, und das war's jetzt also quasi. Also wir haben jetzt die Mission erfüllt. Oder wie, oder was? Sieht so aus, ist weg. Okay, Kiefermundhöhle abgeschlossen. Na denn, gucken wir mal raus zum Pferdchen. Ich hoffe, das lebt noch. Pferdchen. Da steht's noch. Und der Drachen scheint auch weg zu sein, ne? So wie das aussieht. Hm. Na gut. Na, alles klärchen. Und deine Eispickel bist du auch wieder los. Sehr gut. So. Was haben wir denn hier hinten noch zu erledigen? Finde den Energiequell in Regen. Was? Rackenwald. Kartwasten. Totenkrähenfelsen. So, wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? Naja, ich würde sagen, da machen wir jetzt erstmal einen Break und dann sehen wir uns das nächste Mal hier hinten das Gebiet an. Hier ist ja noch einiges zu tun für mich. Und auch vieles noch nicht entdeckt.
Ich denke, das könnte ganz interessant werden. Sprich mit Falk Feuerbart. Komm, wir reisen mal noch nach Einsamkeit zurück, weil das so schön aussieht da. Das sieht echt cool aus, diese Stadt. Und quatsch mal noch mit dem Falk und dann ist gut für heute. Bam, 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 bam. Die Frage ist halt immer... Jetzt habe ich nie auf dem Pferd gesessen, also reißt das nicht mit mir, ne? Denke ich jedenfalls, dass das so ist. So, erstmal Waffen wegstecken. Check. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo der Falk ist. Der ist im blauen Palast. Na dann, flitzen wir mal zum blauen Palast. Ich bin nicht interessiert, Jari. Ganz egal, wie auf dir fragt. Das ist echt eine coole Stadt. Nicht nur, weil die so recht cool aussieht, sondern auch, weil die auf so einer riesigen Klippe draufsteht. Und der fette Mond da oben, das ist ja mal mega. Voll geil. Das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, man kann sich hier vorne nirgends auf die Klippe draufstellen und mal runterklotzen. Also wenn das einer von euch weiß, wie das geht, sagt mir Bescheid. Ich würde da gerne mal mich da vorne draufstellen. So, der blaue Palast. Na, gucken wir mal, was der Falk uns erzählt. Wo ist er denn? Falk, ach, da oben. Sogar zwei. Cool. So, wer ist denn jetzt? Du bist bestimmt Falk Feuerbart. Das sag ich doch. Ihr seid zurück. Gut. Ja, gut. Was habt ihr in der Wolfsschädelhöhle gefunden? Ein paar Totenbeschwörer haben versucht, Potema zu beschwören und zu binden. Was sagst du dazu? Potema selbst? Bitte sagt mir, dass ihr sie daran gehindert habt. Ja. Ihr habt uns einen größeren Dienst erwiesen, als ihr ahnen könnt. Eine wiederauferstandene Potema. Das wäre nicht auszudenken gewesen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich habe 1000 Gold dafür gekriegt. Das ist natürlich nett. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Danke. Beeilt euch. Ich kann auf so viele Arten und Weisen mit Menschen umgehen. Nur wenige davon sind angenehm. Ich habe die Vampire aus der Kiefernmondhöhle vertrieben. Dreckige Biester, nicht wahr? So in der Dunkelheit zu leben. So unzivilisiert. Ich habe es lieber etwas glanzvoller, wie das hier. Hier für eure Mühen. Und als Dreingabe sollte ich euch wohl etwas über Illusionsmagie beibringen, nicht wahr? Das wäre nett. Ah, Illusion haben wir verbessert und einen Silberring haben wir gekriegt. Bericht ist über vom Tod des Vampirs. Okay. So, dann kicken wir gleich mal, was die zu verkaufen hat. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Nee, ich bin kein Magier. Aber ich kann dir vielleicht was verkaufen, was dir gefällt. Verstehst du? Nee, kann ich nicht. Schade. Ring der großen Gesundheit. Ja, die hat ohne wirklich viel Geld, ne? Ring der Zerstörung. Und ein Silberring für 11. Na, also den verkaufen auf jeden Fall. Was soll ich denn damit? Ring der Zerstörung. Trage ich ja auch nicht, ne? Den scheine ich zu tragen. Zerstörungszauber kosten 15% weniger Magika, aber ich wende die ganz selten an. Das ist eigentlich Quark, ne? So, und Bücher. Brauchst Bücher. Kann ich die echt verkaufen? Ja, kann ich. Cool. Ja, viel Spaß beim Lesen. So. Passt auf euch auf und denkt daran, in der Welt wimmelt es von Leuten, die euer Blut vergießen wollen. Alles klar. So. Na gut.
sind wir sogar schon wieder ein kleines Stück aufgestiegen in der Stufe 30. Sehr schön. So, ihr Lieben. Gucken wir heute mal so rum. Es ist so aufregend, wenn neue Leute in die Stadt kommen. Auf diese coole Stadt. Ich wette, ihr habt jede Menge Abenteuer erlebt. Ja, ja. Und genau mit diesem fantastischen Bild von der Stadt Einsamkeit würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Däumchen und Abo finde ich wie immer toll und würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Skyrim. Also dann, bis bald, ihr Lieben. Bye, bye.